eine weitere Folge der Pitten Tower im 3D-Puzzle von Revel. Jawohl. Yep. Wir haben ja in der letzten Folge die Nummer Atem. A, genau, das war Nummer A und haben dann auch schon B vorbereitet und jetzt geht es hier weiter mit dem nächsten Teil, ja. C. Und dann wird die Nummer, dann wird das zusammengepackt. Ja, und dann? Ich habe zwar noch keine Ahnung, wie das jetzt hier funktionieren soll, aber wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Ja. Weiß ich noch nicht, was ich gemacht habe, aber das werden wir gleich sehen. So, der Luca muss mir jetzt mal die Nummer hier verraten. Und die Nummer 19. 19? 29, meinte ich. 29, das ist hier. So. Habe ich? Dann machen wir jetzt erstmal hier nur mit ein. Unserem neuen schicken Teil die Dinger raus. Ich finde das ganz cool, das Teil, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich aber nicht. Spaß! Mach so, habe ich. Und jetzt? Hi. Jetzt kommt das da dran, ne? Hier an den Tower. Mhm. Sicher? Natürlich. Aber wie? Nein, doch, 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 doch. Und vor allem, wo? Ich. Also, der Tower kommt jetzt hier drauf. Du musst hier. Guck mal, der Tower kommt da drauf, richtig? Ja. Der erste. Da. So. Ach, guck mal. Ich glaube, das wird. Nö, auch nicht. Will ich dir mal einen Tipp geben? Drück mal das an. Ah, ja, doch, ich hab's. Ja, jetzt hab ich's kapiert. Zuerst, jetzt hab ich's kapiert. Ja, zuerst auf die Fläche. Weißt du? So. Funktioniert das nicht. Dann. Hm? Gut, dass da. Ich hab dir mal einen Tipp gegeben, wie das funktioniert. Ja, das war auch ein sehr guter Tipp. Ja. Besser dahin schauen. Da weißt du das. Auch. Okay? Jawohl. Und das Herr Oberfeldwebel. Nett mich nicht so. So. Nein. Dummes. Aber die Folge ist bescheidet. Aber zuerst machen wir das fertig. Wir dürfen erstmal die vier so weitermachen. Bei Nummer E oder bei Nummer F. Und wir haben auch später viel, weil wir dumm. Oder? Ja. Da, bei Nummer E und bei Nummer. Steht das da auch bei, dass das dann umgeklappt wird? Nein. Nein, das haben die ganz noch unten. Okay. Das nach unten machen? Also gerade nach unten gelassen. Wir müssen. Achtung! Da, habt ihr das gesehen? Habt ihr das? Da ist. Jetzt ist es da. Das ist meine Frau. Hi, die ist wieder fett. Okay. Du magst das doch nicht. Die ist kamerascheu. Genau. Geh wieder weg, du magst das doch nicht. Ja, die Frau ist kamerascheu. Ja! Da hab ich aber recht. Nicht du. So, guck mal.
Engelchen, schau mal. Da steht er. So, jetzt musst du mir weiterhelfen hier. Die Nummer 12. Die Nummer 12. Aber die schicken uns aber hier durch den Stapel, ne? Von vorne nach hinten, von hinten nach vorne, wa? Ja. 12. 12. 13, 12, da. Und die Nummer? Moment, ich muss erstmal die Nummer 12 rausholen. Ich hab nur die Nummer. Die Nummer. Ja, die Nummer? Die Nummer 6. Die Nummer 6? Ja. Hinten nach vorne. Vorne nach hinten. Vorne nach hinten. Vorne komisch. Nach hinten. Alle fangen sie an, Häuser von unten nach oben zu bauen. Nur wir bauen Häuser von oben nach unten. Wink doch mal. Den Finger weg, du. Bist doch da mal durch. Das ist ein Schild da hier. So, die Nummer 6 habe ich. Auf die Leute seht es. Oder? Solltet ihr gleich in der Ecke da, da, wo jetzt mein Finger so hin zeigt, da so, jemand auf dem Boden krabbeln sehen, das ist meine Frau. Kamerascheu. So, Leute, was kommt denn jetzt hier? Komm, hier, spielt die Musik. Die Nummer! Hä? Ah, okay. Will ich dir mal einen Tipp geben? Nee, ich glaube, das kriege ich jedes Mal hin. Da gebe ich dir auch nicht mehr einen Tipp mehr. Du so blind bist. Ich bin ja gar nicht blind. Doch. Nein, bin ich gar nicht. Doch, doch. Du siehst gleich. So, jetzt ist nur noch die Frage, geht das nach, ach, das ist nach oben geklappt. Und dann okay. Nach oben. So, und. Ja, aber, wisst ihr, was ich an solchen Teilen nicht mag? Die deinen. Ja, genau, die kleinen mag ich nicht. Und die deine Dinnern. Wenn man hier solche schmalen Teile hat. Mein Bauch hat da. Ich hol mir. Ich denke, du hast ein Zut. Jawohl. Kommst dann ganz schnell wieder, ne? Ja. Wupp, hoppala! Musst du mich eigentlich immer so erschrecken? Puh! Du Frechdachs. So, also, und jetzt mal ohne Flachs, ne? Das soll ein, warte, 10-Jähriger soll hier solche Dinger. Die Nordschein! Klappen können. Nur vielleicht kann der das, aber und ich habe einfach nur zu große Finger. Aber das kennt er ja. Ne? Mhm. Du musst aber auch immer dein Senf dazugeben, ne? Da ist jemand. Da ist gar keiner. Du sollst den Papa nicht veräppeln. Nein. So. Und mach das kommt doch. Jetzt unten dran, richtig? Nein. Nein, noch nicht. Doch, das kommt. Guck doch mal. Das ist die 12. Die kommt doch jetzt da unten dran. Nein. Doch. Nein. Wo ich das sagen? Kommt die wohl? Nein. Musst du mich wieder veräppeln? Das ist
Lass mich doch überlegen. Nein. Das läuft eh auf ein Jahr hinaus. Du machst es nämlich trotzdem. Und selbst wenn es ein Nein ist, machst du trotzdem. Nein. So. Die Nummer 12. Die Nummer 6 ist da. Die Nummer 6 ist aber fertig. Jetzt doch die Nummer 12. Oder? Wollen die 12 hier erstmal dran machen? Hab ich doch gesagt! Die Nummer 12 ist jetzt dran. Oder? Ja. Und dann die Nummer 7, richtig? Weiß ich nicht. Ja. Du hast den Bauplan. Darf ich das nur legen? Die Nummer. Wo ist die Nummer? Ja, wenn wir da fertig sind, womit geht's denn weiter? Die Nummer 7. Nicht die Nummer 9. Die Nummer 9. Nee, das ist die. Die Nummer 8. Nee, die Nummer 10. Nee, die Nummer 21. Oder? Welcher Buchstabe kommt denn nach dem D? D? D. C. A, B, C, D. E. E. So. Ich glaube, das kriegen wir alles heute fertig. Alles? Ja. So, weiter geht's. Komm, hier. Los. Was die, haben wir hier? Die Nummer? 21. Was ist das? Die Nummer 27. Die 13 brauchen wir auch, ne? 13? Da. Ja, die 13 müsste aber dann... Da sein! Ja, ist jetzt die... Ist das der? Nicht der? Nicht der. Ach ne, der ist, das ist der andere, okay. Also der hier. Dort? Ach, das ist 14 da. Boah, Papa hat sich verlesen wieder. So, 13. Und jetzt die und diese Nummer 26 hast du gesagt, richtig? Nein, die 27. 26, da sind wir noch. 27. Was steht da? Was steht da? Lass mich das doch überlegen. Lümmel. 23. Die Nummer. 60. Nee, jetzt mach mal wieder vernünftig. Du kannst das. Ich hab dich geäppelt. Ja, so wie immer, ne? 26. Mahlzeit. Danke. Meinst du, das geht heute auch ohne? Nein. So, wir müssen mal ein bisschen auf die Uhr achten. Okay. Warum? Ja, weil dann gleich Bettzeit ist, ne? Aber wie macht das heute das fertig? Ja, wir gucken mal, ob wir es heute wirklich hinkriegen, Luca. Nur 5 Teile. Dort 1, 2, 3. Papa beeilt sich ja schon mit dir. 7, 8, 9. 10, 11, 12! Ich mach da nichts! Ja, doch, machst du wohl! 10. Du prankst den Papa hier die ganze Zeit! Und 10! Ja, und sagst mir an, welche Teile wir brauchen, ne? Und du baust! Ja. Wolltest du nicht mal selber bauen? Na, heute nicht. Heute warum denn nicht? Heute bist du wieder da. Ja, ach so. Guckt, tut mir einen Gefallen. Guckt euch mal bitte die Videos vom Hogwarts Express an, wer das gebaut hat. Nur so nebenbei, ne? Bist du fertig? Sieht das so aus? Ja. Recht eins. Du warte. Nee. Doch nicht, ich bin schon... Blöd.
dieser nächste Saat. So, hier, guck mal. Das hier dann muss da rum. Oben. Da unten, da rum mit den Löchern. Mach das mal. Hier. Mach du es. Nee. Ich muss hier die Platte noch machen. Mach mal. Komm. Oh, hast du was zu tun, dann sitzt du hier nicht so gelangweilt rum. Genau. Da. So. Mach ich. Schaffst du, ne? Ja. Dann kann der Papa nämlich mal gelangweilt hier sitzen. Aber das wird dich easy schnell. So. Ich finde das gut. Mach aber nicht. Für die, die gleich die kommentieren sollten. Kinderarbeit ist in Deutschland verboten. Nee, ist ein Puzzle. Ist nicht, fällt nicht unter Arbeit. Du musst auch mit. Ich habe ja schon was gemacht. Jetzt bist du dran. Nein. Doch. Nein. Ich möchte nämlich auch mal hier so sitzen, wie du, so gelangweilt. Aber ich da nicht. Das sagst du aber gerade. Wie siehst du das so schnell hin? Eigentlich. Das kann ich jetzt so schnell. Komm her. Pass auf, guck. Jetzt musst du den da hinten reinmachen. Jetzt geht der wieder da. Richtig? Mhm. Und dann geht der automatisch. Zack. Fertig. So. Und was passiert jetzt? Das mache ich. Fällt das hier noch fast weg, du? Mann. So, jetzt bin ich aber gespannt. Also, wir brauchen jetzt die 5 und die 20. Papa, der Papa holt das schon mal raus hier, ja? Mhm. Und du mal baust das da zusammen. Da bin ich dann fertig. Ja, bin ich gespannt. 5. Das war die 20. So. Das müsste der hier sein. Fertig! Sehr gut. Die Nummer 20? Ja, die brauchen wir jetzt hierfür. Ach, dort, so schnell. Fertig. Hast du sehr gut gemacht. Wo ist das ein Lana? So. Kannst du mir den mal so wieder hinstellen? Danke. Zack. Und dann brauchen wir die Nummer 14. Wo muss ich es bauen? Ja, wir bauen jetzt gleich wieder zusammen. Wir holen nämlich uns die Teile jetzt raus. Dann machen wir das fertig, weil wir sind jetzt auch schon wieder am Ende von der Folge angekommen. So, Moment. Und die Nummer 23. Ich mache hier heute nur 18. Ja, bis der Papa das hier draußen hat. Das dauert ja auch. Ne? F zu Typer. 23? 23. So, ja, 20 Minuten, 18, 20 Minuten, das ist schon okay. So, also wenn mal eine Folge was länger, kürzer ist als 20 Minuten, wisst ihr Bescheid. So, meine Lieben, ihr habt gesehen, was wir gemacht haben. Wir haben uns jetzt hier auch schon die nächsten Teile rausgeholt. Die gibt es aber dann erst in der nächsten Folge. Und der Luca hat für euch jetzt noch eine Nachricht. Und zwar... Hört genau zu. Tut die Torte. Abonnieren. Abonniert. Tut die und. Lass dein Daumen nach oben. Ein Daumen nach oben, das passt auch deine Videos mehr. So sieht's aus. Dann gibt's die nächste Folge von Revell, der Big Ben Tower.
So weit sind wir, genau. Wir haben jetzt die obere Spitze. Jetzt geht es weiter nach unten. Und ich bin echt gespannt. Jo. Also 50 Zentimeter. 51,7 Zentimeter hoch wird der. Oh, das ist schon eine stattliche Größe. Von daher, wir verabschieden uns und sagen ciao, ciao. Ciao, euch und Leute und euer Luca. Tschüss. Ciao.